Also ich finde den Halter richtig gut. Hier kann man halt das Handy reintun. Also wenn ich jetzt das Handy reintue, dann wird hier dieser Knopf gedrückt und dann passt sich das hier der Größe an. Gekauft habe ich es eigentlich oder mich dafür entschieden, weil man hier noch eine GoPro oder ähnliches ranmachen kann. Hier kann man das halt an den anschrauben. Hier kann man das lösen. Das Teil von dem hier. Und ja, es ist natürlich alles Plastik, aber es erfüllt seine Funktion und das Plastik scheint auch recht stabil zu sein. Gerade dieser Greifer hier ist auch fett und ja, ich werde ihn nachher mal anschrauben. Auf jeden Fall bin ich erstmal schon mal Daumen hoch für den Preis und alles und die Zusatzfeatures. Also ich bin jetzt damit ein bisschen gefahren. Das Ding natürlich ist natürlich von Sache her schon wackelt das immer so ein bisschen, aber stört echt kein bisschen. Die Cam SJ Cam 8 ist echt super fest, da wackelt gar nichts und das lässt sich auch super hier mal eben schnell festschrauben mit dem. Muss man halt gucken. Leider kann man dann danach das hier nicht mehr in der Neigung stellen, aber gut, da muss man halt vorher gucken, was man da braucht. Also ich bin bis jetzt voll zufrieden. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man das Ding einfach hier abschraubt oder abzieht und nur noch das hier als GoPro-Halterung irgendwo anbringt, also festmacht am Griff. Man kann auch, ich habe das auch an der Stuhllehne schon befestigt und so weiter und dann die GoPro hier ranmacht und dann hat man eine gute GoPro-Halterung. Und ich hatte das eben mal versucht hier ans Motorrad. Ich habe zwei Motorräder, eine Reise-Enduro und einen Chopper oder einen Cruiser besser gesagt, ranzumachen. Das geht natürlich auch, weil das Ding hier echt sehr flexibel ist, was die Größe angeht. Aber da man kriegt es dann kaum noch irgendwie so hin. Man müsste es dann so anbringen, weil sonst, zumindest bei meinen Maschinen, der Tank im Weg ist. Also wenn ich den Lenker einschlag oder so, könnte ich dann sehr schnell hier unten, gerade bei so einem großen Handy, 6,3 Zoll hat meins, irgendwo gegen knacken. Also so eben nur mal probeweise kurz rangehalten. Also geht, aber nicht so gut wie am Fahrrad eben.